Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr dabei seid. Wieder. Ja, Fakt ist, dass wir einiges zu tun haben heute noch. Genau, Teile bestellen. Das werden wir heute tun. Wie ihr seht, seht ihr gerade nichts mehr. Das Auto hier ist einmal komplett auseinandergebracht, zumindest der Motor ist raus. Aber wir werden natürlich heute wieder ein bisschen was zusammenbasteln. Fangen wir heute an mit den Felgen. Meiner Meinung nach das Einfachste. So, brauchen wir Felge Corona, hat er gesagt. Ne? Brauchen wir 4 Stück. Wo war sie denn? Die Felge Corona, da oben ist sie. Welche hat denn der drauf? Ist dem das egal eigentlich? Gucken wir gerade ins Inventar. Ja, ich könnte über die Einkaufsliste gehen, aber Mandy ist es einfacher für mich. Die ganz, ganz viele. 245 R 17. Okay, mit der schwarzen Radnabe und in der Mitte das Ding. Okay, dann muss ich das sehen. So, Folge Corona, das heißt, das Ding ist es hier. Ach, das war als Cordoba. Okay, ich habe es nur auf die Stelle gesehen, nicht gesehen. 4. Warte mal, ein Prestige verbraucht der was? Habe ich gesagt, da gesagt? 0. Okay, brauchen wir nicht. Also bestellen wir einfach standardmäßig die 4 Stück. So. Gut. Und was hat er gesagt? 45 eher was? 17? Warte mal, wir haben eine nagelneue. Was haben wir hier eigentlich für Felgen jetzt bestellt? So nebenbei. 4 Stück haben wir. Felgen. Siehst du? Wir brauchen nämlich die 45R17. So, Inventar. Das heißt, die wieder verkaufen. Wir brauchen nämlich auf 17. So. Ja. Teil zum Inventar hinzugefügt. Müssen wir nämlich gleich nur dran denken. Das war. Wie sehen eigentlich seine Reifen aus in Simbai gerade? Kann ja drauf gehen. Okay. Dann bleiben wir die, das nicht drauf. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Die 4 Corona haben wir. Teile Corona haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt die Ersatzteile. Und da werden wir anfangen mit zu suchen. Keilriemen brauchen wir. 2 Stück auf jeden Fall. Keilriemen. So, wir brauchen einen Keilriemen R4A, Typ A und Typ B. So, haben wir. Dann brauchen wir eine Umlenkrolle. Dann brauchen wir die Umlenkrolle. Umlenkrolle. So, brauchen wir Umlenkrolle Typ A. Gekauft. Dann braucht er einen Riemenspanner. Riemen. Guck mal, Riemenspanner. Wo ist denn der Riemenspanner? Du brauchst einen Riemen. Einfach nur einfach Riemenspanner. Oder irgendwas dabei. Das heißt, das ist das Teil hier drin. Und die Lüfterzarge Typ A Ventilator. Lüfterzarge. Was haben wir denn hier? Lüfterzarge Typ A Ventilator. Das ist das Ding hier. Gut. Bestellt. Damit müssten wir alle Teile haben. Und ich kann anfangen, das Auto wieder zusammenzusetzen.
Hinten aber ja nichts gemacht. Das heißt, wir können hinten schon anfangen wieder. Wir machen es jetzt anders. Ich baue jetzt erstmal schon wieder die Dings drauf. Reifen aufziehen. Habe ich keine Reifen für das Auto? Warte mal, Reifen abziehen. Ich muss ja die Felgen. Die Reifen sind ja okay noch. So, erstmal die Felgen runter. Fangen wir hier ein bisschen mit an. So, benutzen. Nehmen. Reifen abziehen. Ja, die Felgen müssen ja weg. Ich kann ja hinten schon aufziehen. Ich brauche ja nur vorne zu bauen. Nur vorne zu basteln mit dem Auto. So, dann nehmen wir mal. Nächste Reifen abziehen. So, Reifen runternehmen und den letzten ebenfalls noch schnell. Ja, das kann nämlich jetzt auch weg. Ach, da bist du. So. Gut, dann fangen wir jetzt wieder mal dran, die Reifen aufzuziehen. Corona, Reifen. So, nehmen. Reifenbruchgerät, auswuchten. Ja. Nächste aufbauen. Er hat ja nicht gesagt, dass er neue Reifen will. Er hat ja gesagt, neue Felgen möchte er haben. Die neuen Reifen braucht er nicht. Da die doch relativ gut sind. So, jetzt gehe ich ins Inventar, nehme ich den Reifen und setze den nächsten rein. Nehmen. So, Reifen aufziehen. Das wird das harte Stockgabel, aber ich hoffe, dass ich das in die Folge hinkriege, aber. Nee. So, nehmen wir. Nehmen. Wir müssen was alle vier haben eigentlich. Wheelmaster. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade... Der Jeep, der kommt nämlich als nächstes dran. Der steht nämlich auch schon sehr lange hier. Und ich hoffe, dass ich dann bald die zweite Hebebühne habe, dass ich dann drei Autos reinpacken kann. So, nehmen wir. Und da müsste es eigentlich durch sein. Dann haben wir die auch weg. Alles schön ins Inventar ballern. Ich fange jetzt natürlich nichts an zu verkaufen. Wenn ich jetzt anfange zu verkaufen, fehlen mir am Ende die Teile wieder. So. Nehmen. Gut. Ich lasse jetzt erstmal mit dem Tag. Ich baue jetzt, fange jetzt an, wieder zusammenzubauen hier. Jetzt wird's happig. Jetzt wird's schön lustig. Ich muss die Karre doch hochnehmen, oder? Aber mit dem Kühler, oder? Montage von Teilen. So, mit dem 100% Teil. Jo. Ist drin. So, Generator rein. Step by Step wieder die Teile zusammenbasteln hier. Dann habe ich, dass ich diesmal nicht zu viel machen muss, weil diesmal, diesmal habe ich den Vorteil, dass ich dich... Das ganze Heck auseinandernehmen muss, das muss ich bei dem letzten Auto ja, das hat nämlich auch zu viel Zeit gekostet. Oh, Steuergerät. Also, Steuergerät, was habe ich auch mit dem Zweiter?
Ich habe auch ein neues Steuergerät, hä? Langsam mal. Ach nee, das war das von dem alten, auch mit dem Auto und davor. Ich habe nur die Kleider nicht gekauft. So, rein damit. So. Dann weiter geht's. So, rein. Rein. Batterie rein. So. Luftfilter rein. Luftfilterdeckel drauf und die Scheißklammer da drauf. Wie gesagt, das Zusammenbau wird das schwer, was heißt schwere Teil ist. Du wisst es ja, wie es funktioniert. Es ist ja soweit alles vorgedruckt. Entschuldigung. So, dann geht's weiter. Wenn ich mal die Rote West. So, gut, dann müssen wir hier unten wahrscheinlich. So, dann müssen wir hier unten wahrscheinlich weitermachen. Am unteren Teil des Autos, würde ich sagen. Setzen wir ihn hoch. Und kann hinten ja schon mal aufziehen. Weil ich brauche da nicht mehr ran. Warte mal, das war jetzt alles geplant. Scheiße. Der Deckel kann wieder rein. Brauche ich nicht. So, hinten kann wieder drauf. Ich hatte den komplettes Auto von neu aufgebaut wieder. Zumindest den größten Teil. So. So, da hinten kann ja wieder alles drauf, was so soll. Gut. Aber da brauche ich ja nichts weiter zu machen. Hier habe ich jetzt etwas mehr zu tun. Davon würde ich sagen. Aber das gucken wir. Guck mal, was wir kriegen von heute. So, gucken wir mal. Flammrohr rauf. Kurbelwelle rein. Die Kolben rein. Okay. Ölfilter kann rein wieder. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schwungrad rein, neu. Kupplungsdings rein. Der Kupplungsdeckel drauf. Kupplung. Wenn er uns weiter lässt, Kupplungsdrucklager geht drauf. So, das Getriebe kann drauf wieder, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Antriebswelle. So, jetzt geht's weiter mit der. Würde ich sagen. Kurbel ist ja drauf. Ich weiß, das ist doll unlogisch, was ich hier gerade mache. Jeder Mechaniker würde sich jetzt, glaube ich, im Links umdrehen. Aber es ist ja nur der Zusammenbaumodus, wie ich eigentlich jetzt das Ding so quasi so wieder zusammensetze, wie ich das eigentlich auseinandergebaut habe. Warte mal, ich gucke gerade, ob wir hier alles haben. Der Rest geht viel, viel geht vom Motorraum raus, ne?
So, Montage von Teilen. Brauche ich jetzt aber nicht erstmal. Ich mache jetzt hier weiter. Ich entschuldige, anfange die Achse zu montieren. So. Nur eine Frage. Muss da nicht irgendwo noch eine Lockenwelle mit rein? Ne, die Kopfhörer kommt oben drauf, ne? Kurbelwelle. So. Wieder rein damit. Kann nämlich hier der Zylinderkopf drauf und dann können da kommen die Nockenwelle dann rein, genau. So, Nockenwelle, ich keine, ach das sind ja, okay, das sind ja die alten. Also ich muss auch das Mentale antriffeln, wenn ich hier fertig bin. Keine Ahnung, mal. Zylinderkopfhaube drauf. Die Zündkerze wieder rein. Zündkerze wieder rein. So. Zündkerze wieder rein. Zündkerze wieder rein. Gut. Weiter geht die Reise. Drauf. Drauf. King of the Road. Mit einer Scheibe, mit einer Karre da. Abgaskrümmer rein. So, weg damit. So, die Abgaskrümmerabdeckung. Ist mehr oder weniger ein Hitzeschild einfach nur. Weil das Ding kann ja heiß werden, durch die heißen Abgase natürlich. Klar, wer kennt dann. Das weiß man ja. So. Frage. Muss ich weiter? Wie weit? Montage. Teil. Vom Rad aus. Habe ich jetzt irgendwas noch hier oben, was ich jetzt nicht unbedingt, was ich nachbauen muss? Rein theoretisch erstmal nicht, ne? Gut, dann kann ich hier vorne nämlich weiter mit der Karosserie machen. Montage. Der heißt sogar Mondmaster auf seinem Auto stehen. So, warte mal. Montage von Karosserieteilen. Denn ich weiß, so ein Scheinwerfer noch drauf. Gut, dann ist das hoffentlich erstmal leer. So, der ganze Scheiß geht jetzt weiter unten unterm Auto. So, habe ich jetzt irgendwas? Gut. Runter damit. Bumm. Tür zu, weiter geht's. Und geht weiter. Ja, tut mir leid, weil das nicht immer so unterhaltsam hier alles ist, wie man schon einer geschrieben hat. Es ist halt manchmal so. Es ist halt teilweise echt ein Akt, die ganze Show sich hier zusammen zu basteln. So, ich brauche jetzt erstmal zu bewegen, Montage. Montage von Teil. Das war jetzt der Gedanke dahinter. So, fangen wir an. Lenkgetriebe rein.
Stabi rein. So, auch damit mit dem Dings, mit dem Dings, mit dem, mit dem. Warte mal. So, der Rest kommt ja von der zweiten Seite noch rein, ne? Du gehst jetzt weiter. Wenn der Akschenkel drin ist, kann nämlich die Federung rein. Ein Querdenker rein. Ja, ich weiß, dass es Querlenker heißt. Kleiner Scherz am Rande, meine Fresse. So, so, ich gucke jetzt gerade mal, dass ich hier weitermache mit der Federung auf der Seite. Hier geht es weiter mit der Koppelstange. Mutter, was soll irgendwann fertig sein? Oder? Obwohl, nee, fehlt da schon, bei mir fehlt da irgendwas noch. Ja, mal gucken, ob man gerade im Boot ob da noch irgendwas jetzt nach wie vor fehlt. Aber eigentlich sollte. Ja, natürlich fehlt da noch was. Die Nockenwelle. Das Nockenwellenrad, natürlich. Ich muss doch noch mal ran. So, Motor. Inventar. Ah, hier quasi. So, jetzt muss ich gerade gucken. Drin. Drin. Zahnriemen, Steuergehäuse, so Wasserpumpe ran. Die Kurbelwellenriemenscheibe Scheibe drauf. So, jetzt kommt die Umlenkrolle, die neue. Keilriemen, ja, für A, da haben wir den auch drauf. Den auch drauf. Auch drauf. Der Reihriemenspanner. Und dann müsste eigentlich das soweit erledigt sein. So, jetzt sollte der eigentlich durch sein. Machst du immer nämlich hier das Fahrwerk von der Seite wieder zusammen. Warte mal. Radlager rein. Ich baue das ja zusammen hier, das Auto. Die Folge wird halt was länger dann werden, aber. Drauf. Bremsbeläge rein. Jo. So. Felge Corona. Mal mit den Reifen drum. So, jetzt geht die ganze Schotte hier auf der Seite wieder los. So, Montage von Teilen. Das Ganze, der geht ja von zwei Seiten quasi dann. So, das. So, Querdenker rein.
So, dann haben wir hier einen Stabikopf, also Koppelstange. Hier hinten ist noch eine Spurstange, die da noch mit dran gehört. Spurstangenkopf, genau. Hier ist auch nämlich der Spurstangenkopf und nicht da hinten. So, bist du eigentlich jetzt soweit, das soll ich sein. So, weiter geht die Reise. Radnabe rein. Wobei, da habe ich noch Google-Lager fehlt. Fällt mir gerade ein. Das Radlager. Wenn das Radlager drin ist, dann kann nämlich hier auch die Antriebswelle dran. So, dann die Bremsscheibe drauf. Wie gesagt, ich muss dringend hier die Teile verkaufen. Sonst mache ich auch, wenn der Wagen hier fertig ist. Dann habe ich, dann hab ich nämlich die Ruhe. So, sollte eigentlich Auto fertig sein. Eigentlich, wie gesagt. Gucken wir nochmal schnell ins Inventar. Ob wir alles raus haben, was wir wollten. Nee, natürlich noch nicht. Hülwanne, Kranzerkrümmer. Es sind noch ein paar Teile, glaube ich, die noch übrig geblieben sind. Natürlich nicht. So, also. Fangen wir hier mit, Alter. Machen wir hier unten weiter. Ölwanne und so, die muss ja. Ölwanne, Ölfilter. Öl muss ja alles mit drauf. Aber jetzt brauche ich zumindest nicht mehr oben Arbeit an dem Motor, der Motor am Auto zu arbeiten. So, kurz gucken. Hier, Vollbleilagerdecke. Und hier ist ebenfalls noch ein Pleuelagerdeckel, was da drauf muss. So, dann geht die Ölwanne runter. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt alles an dem Auto habe. Rein theoretisch zumindest. Ich gucke jetzt nochmal schnell durch, ob hier nicht irgendwo noch was fehlt. Was jetzt ein bisschen ausgegraut ist, was jetzt irgendwie noch wichtig ist. Sieht aber. Na doch, noch. Da oben ist noch was. Doch, muss ich noch mal rein. So. Da ist nämlich noch ein Kraftstoffverteiler, der fehlt. Und zwar. Irgendwo, warte mal, wo war denn das jetzt hier? Kraftstoffverteiler, Ansaugkrümmer. Wichtige Teile brauchen wir. Schmeißen wir hier noch die Drossklappe rein. Frage, große Frage, nächste Frage, habe ich alles jetzt? Oder sehe ich jetzt. Warte mal, war da nicht noch mal was, was mir gerade noch angezeigt wurde? Hier auf der Seite. Sieht aber auf den ersten Blick nicht so aus. Ich gucke jetzt gerade noch mal im Inventar, ob da nicht irgendwas fehlt, was da sein muss. Ich komme das halt mit dem Bremsen extrem spanisch vor. Komisch vor. Aber hier hinten habe ich ja nichts demontiert. Ich habe ja alles vorne demontiert und die Bremsen sind ja drin. Sonst wären die Felgen ja nicht drauf. Aber er hatte wahrscheinlich einer gesagt, durch den letzten Wagen. Mal gucken, ob ich ihn abschließen kann. Theoretisch. So, warte mal. Aufträge. Ne, das ist jetzt kein Auftrag. Mal.
Fahrzeuginfo, Auftrag beenden. Fahrzeug ist die Gummilagerbuchse groß. Es fehlt doch eine Gummilagerbuchse irgendwo. Okay. Gummilagerbuchse. Was habe ich? Wo habe ich noch Single? Wo liegt denn deine Gummilagerbuchse? Wo habe ich die denn? Hier ist noch eine Gummilagerbuchse. Okay, die fehlt irgendwo. Ansonsten müsste ich eigentlich alles haben. Er meckert, der hat gemeckert gerade nicht so ein Gummilager. Aber das muss dann wohl eine Lenkung sein. Und ich glaube, ich habe. Warte mal, was denn? Könnten sie denn sein? Warte mal. Dann ist es nicht die Seite, dann ist es die andere Seite. Dann ist es hier. Das hätte ja mehrere Teile geschickt. Dann müsste das Auto jetzt eigentlich tatsächlich komplett sein. Wieder. So, liebe Leute, dann haben wir's. Dann hat der King of the Road sein Fahrzeug wieder. Ich habe kein Motor aufgefüllt, natürlich. Ist natürlich auch wichtig. Es ist natürlich extrem. So. Öl ist drin. Und damit müsste es eigentlich jetzt sein. Klappe zu, Affe tot, und jetzt habe ich das auch nicht nochmal weg. Hat. Das war jetzt hier nicht ganz beabsichtigt. Jetzt geht er wieder runter. So, okay, liebe Leute, dann haben wir es hoffentlich jetzt. Hat der King of the World sein Auto wieder. So, den Jeep kurz auf die Transferliste. Wenn man die ganze FIFA aufnimmt und jetzt auf einmal einen Jeep hat. Na, ein Auto geschildert. So, Fahrzeug bewegen. Erste Hebebühne. So. Oh, da unten ist schon wieder ein Kampagnenfahrzeug. Auf Aufhängung. Gut. Dann ziehen wir vorher den. Dann ziehen wir den hier vor. Wenn ich darf. Jawohl. Gut. Ich mache mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es mit dem Jeep hier weiter. Und danach haben wir das Kampagnenfahrzeug auf die Bahn. Und das werden wir uns dann, wie gesagt, nächste Folge angucken. Bis dahin. Tschüss.